Ja, Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen zu DS Design Midnight Figure Feature. Heute so eine kleine Trödelbeute wieder, ne? Ich war ja da in Dortmund-Applerbeck im Hodenbergpark. War einiges an Spielzeugen, bis ich habe ja auch sehr wenig gefilmt halt, weil es war voll, viele Familien da, viele Kinder und so, und dann ist immer blöd zu filmen halt und so weiter. Habe halt so ein paar Spielsachen gesehen. Es war auch noch ein bisschen Krieg der Sterne da von einem Händler, der mir und dem Gormin ist auch mir halt auch gut bekannt ist. So, den haben wir auch schon in Bumble getroffen. Halt. Er hat halt Master-Sache mit, halt. Hat dann noch einen Jubak und so. Das hatte ich diesmal aber nicht gefilmt, weil das hatte ich halt im Bumble-Trödel-Video schon bei einer Tour gefilmt halt. Ja, auf dem Trödelmarkt habe ich nur einen Teil ergattern können. Aber dann gab es da noch so einen Bücherschrank auch da in Applerbeck. Da habe ich noch zwei, drei Sachen ergattern können. Und dann zeige ich euch aber auch noch die kleine Beute von der Toy-Tour, wo ich mit dem Minister unterwegs war letztens mal. Da waren wir im Little Nemo. Da habe ich dann auch zwei Sachen mitgenommen. Da gab es auch Schallplatten, total geil. Da muss man sich dann nochmal Zeit nehmen. Auch okay Preise, meistens so 3 Euro für eine Maxi oder da, für ein Album auch und so. Da war Rap-Zeug noch bei, einiges Gutes habe ich da gesehen. Und deswegen muss ich da auch nochmal hin und da nochmal gucken. Zeige ich euch gleich, was ich da aber ergattert habe, auch nur in Druckform. Alles, was ich hier habe, ist eigentlich in Druckform, bis auf ein Ding, das ist zum Hören. Ja, und auf der ATT, hier der Astronomiebörse in Essen, habe ich ja auch noch was ergattert, wie man da im Video sehen konnte. Ja, wo fange ich an? Es ist nicht viel, es ist eine kleine Beute, aber deswegen habe ich das mal zusammengefasst halt. Kann auch sein, dass ich wieder irgendwo noch Bücher bei mir finde, die ich schon zur Seite gepackt habe, die dann auch noch zu Bücherschrankfunde gehören. Aber da gibt es dann eh da irgendwann mal in, weiß ich, Monaten, 2 Monaten bestimmt auch mal wieder ein Video zu. Also, die Beute vom Trödel selber ist halt eine Kassette. Und zwar die Playmos Angriff der Drachenritter. Ich hätte das natürlich lieber auf Kassette gehabt mit Piraten und so. Die Dinger, die Hörspiele sind aus dem Jahr 2007. Schön, aber ey, für 50 Cent, für 50 Cent halt. Und ich dachte mir so, boah, hier ist nichts so zum Mitnehmen, nichts gefunden. Da waren, doch, da waren noch welche, die haben aber immer sehr überteuerte Star Wars Sachen. Sehe ich auch schon seit Jahren auf den verschiedensten Trödelmärkten mit Spielzeug und so. Aber die sind mir irgendwann mal so schnippisch gekommen vor zig Jahren, so, weißt du, wegen ihrer Preispolitik halt und so. Habe ich auch gesagt, ich sage, ey, das ist hier ein Trödelmarkt und kein Fachmarkt oder eine Börse, um da teilweise Preise zu nehmen, die noch höher sind als im Laden selber oder auch übers Internet. Die kaufen günstig dann immer, freuen sich, weißt du, und wollen es da verscherbeln. Gefällt mir nicht, mag ich nicht, supporte ich nicht, deswegen zeige ich auch diesen Stand nie, obwohl da schöne Sachen waren. Die hatten R2, hatten sie auf Star Wars Karte halt, also jetzt ein Vintage Collection. Ne, aber ne, mache ich einfach nicht aus Prinzip dann halt auch nicht so, weil macht man nicht, finde ich nicht gut. Vielleicht haben die sich mittlerweile auch geändert und so, weißt du, aber das ist mir nur einmal passiert und sowas wird nicht supportet. Fertig. Aber hier, wie gesagt, 50 Cent halt, ne, die Playmos. Professor Mobilux hätte ich ja gerne mal auf Kassette gefunden, aber ich weiß gar nicht, ob der Hörde-Ronny sich da mal was von geholt hat, als wir mal in Wumble waren. Irgendwann läuft mir sowas über den Weg. Ne? Ihr wisst, ich gucke eh nicht im Internet nach oder so. Und entweder läuft es einmal auf der Straße sozusagen über den Weg, ne, in freier Wildbahn oder nicht. Das ist halt so. Das ist genauso, als wenn du in der Stadt ein Reh sehen willst. Mittlerweile funktioniert das ja. Ich komme die Viecher ja auch schon hier hin. Aber man muss halt warten, ne? Und Zeit mitbringen. Ja. Dann gab es in Applerbeck, wie gesagt, diesen Bücherschrank, da habe ich dann mal durchgeguckt. Dachte ja, Filmbücher oder irgendwas finden und so. War dem aber auch nicht so, aber das ist mir ins Auge gesprungen. Wir Jungen 1978. Ne? Also Wissen, Hobby, Abenteuer. Ich weiß nicht, hier sind halt verschiedenste Themen für junge Menschen, Jungen halt drin. Gibt es bestimmt auch für Mädchen. Ist dann wahrscheinlich auch aus dem Jahr 78, ne? Gehe ich mal von aus. Band 1, scheint es mehrere von zu geben. 1977 ist das, ja. Guck an. Ja, und dann haben wir hier die tollsten Hosen, die es je gab. Erfand der junge deutsche Auswanderer Levi Strauss, bla bla bla. Ach, hier geht es um alles Mögliche. Vergangenheit und Zukunft haben wir hier. Die Welt vor 150 Jahren, Vorstoß in die Welt des Schweigens, die tollen Hosen, Abenteuer und fremde Länder, Herr der 7 Meere, Inkas, Indios, Abenteuer, modernes Leben, Tagebuch der Tagesschau, tausche Brot gegen Eier, das Mäuseopfer, Tiere, das Phantom, Freundschaft mit Tieren, Sportspiel, Hobby, kleine große Welt, rund ums runde Leder, Wetten, das Sumpfatitis, das verrückte Bett,
Hau Cola und so weiter. Hier ist auch irgendwie was. Ach nee, das. Wo habe ich das denn gelesen? So was überschlagen, irgendwie mit einem Blick in die Zukunft auch. Irgendwo wurde. Ach, das kommt noch, das habe ich gleich. Ja, das ist geil halt, ne? Hier, was haben wir hier? Auf Kapernfahrt mit Francis Drake. Leben auf dem Erdtrabanten im Jahre 2078. Da hatte ich nämlich schon ein. Das ist ganz interessant. Wie die sich 1978, ne? Und dann die Zukunft in 100 Jahren vorgestellt haben. Da sind wir bei vielen noch um einiges weit weg halt so. Aber alleine deswegen, das war mir als Kind auch nicht bekannt, dieses Buch. Also das hatte ich nicht. Und von daher dachte ich mir, ich nehme das doch mal mit. Ja gut, das hat jetzt hier nur den Einband so drum. Ne, das kann man ja mal machen. Also, ne, bevor das da verkommt oder so, nö. Und dann habe ich hier noch was, den Jahresband aktuell 1986. Ne, das Lexikon der Gegenwart. Die neuen Begriffe von A bis Z lexikalisch geordnet, die aktuellen Daten wichtiger Personen aller Länder der Erde in Analysen und Tendenzen und der Nekrolog. Ne, was war wichtig im Jahr 85, was wird wichtig sein in 86, steht hier drin. Ich kann mir noch nichts darunter vorstellen. Was haben wir denn hier? Abgas-Sonderuntersuchung. Apartheid, Antiterrorgesetz, Antisatellitensystem. Anti-Blockiersystem. Schöne Grüße an ABS. So geil. Ja, hier alles Mögliche. Ne? Also Statistiken dann drin und Kompaktdisk. Hier wird die CD erklärt. Auch geil. 86, ja klar. Durchschnittlicher Preis rund 35 bis 40 D-Mark. Ja, das zahlen wir jetzt im Doppelten für Schallplatten. Weißt du? Gibt's gar nicht. Stimmt, Alter. Wenn jetzt geht eigentlich das Vinyl jetzt dann aus, wenn wir hier Ölkrise und Dingsbums haben, ey, dann, oh, das wäre ja auch was, ne? Entwicklungshilfe 1983. Ich hoffe ja, dass hier was mit Star Wars drin ist, aber wieso 83? Das ist doch 86. Ja, keine Ahnung. Ist ein Schmöker, aber ich dachte mir, gehört zu den 80s und ich sammle ja, ne, auch gerne 80er Jahre Zeug, von daher kann ich da gar nicht Nein sagen. Das ist mir, da ich eh nichts am Trödel weitergefunden habe, ne, super. Ja, und dann hier von Burkhard Müller, Stephen King. Das Wunder, das Böse und der Tod. Ja, also hier steht, wer wie Stephen King so deutlich über den Tod redet, der begehrt gegen seine Allmacht auf. Aha. Dies führt nicht immer zum Erfolg. Weder findet der größere Teil von Kings Geschichten ein gutes Ende, noch kann man sie alle als gelungene Werke bezeichnen. In jeder der Geschichten aber gibt es jemanden, der mit dem Ungeheuer kämpft. Geschichte um Geschichte wächst, was? Geschichte um Geschichte wächst die Zahl der King'schen Werke an, wie der Zug der Bremer Stadtmusikanten. Und als Motto über allen könnte deren Trost und Zuruf stehen, kommt mit uns, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Ja, setzt sich wohl jemand mit der Arbeit von Stephen King auseinander? Was habe ich hier gerade gelesen? Der Kannibalengott. Death Clips, Jesse und der Hund, sind das auch Storys oder was? Ich bin gespannt, ich, ja... Für den Winter hat man wieder was zu lesen, ne? Kann man ja mal machen. Und ich brauche Bücherregale. Ich habe letztes Mal geguckt, ich habe bestimmt 10 solche Bananenkisten voll mit Filmromanen und den ganzen Schrank schon dreireihig voll halt und so weiter. War mir gar nicht so bewusst. Also da habe ich ja im Laufe der Jahre auch eine Menge angesammelt, ne? Dann gab es auch noch mal bei uns, wieder was ich, oh, ich war schon lange nicht mehr hier bei uns, die Bücherschränke gucken. Aber da habe ich auch schon ein Buch von und das habe ich mir jetzt auch noch gepickt. Ich glaube nämlich, das ist dann der dritte Teil oder so. Hier, Unglaubliches aus dem Alltag des unerschrockenen Sozialarbeiters. Chantal, tu mal die Oma Tschüss rufen. Ich dachte mir, wenn das schon in so einem Wortlaut ist. Wie gesagt, ich habe da auch schon ein so ein Chantal-Buch von, habe ich aber auch immer noch nicht gelesen. Aber ich glaube, die sind ganz witzig. Ne, gerade, das geht halt um so Situationen wohl, ja, eines Sozialarbeiters, die hat den Schuss nicht gehört, heißt hier dann schon zum Beispiel jetzt mal, ne, so ein Kapitel. Ich lass mich überraschen. Was haben wir denn hier stehen, so, ne? Vorsicht, was? Justin. Ach so, Justin. Jetzt versteht, das wird hier mit T-C-H-A-S-T-I-N, ne, geschrieben. Wir sind hier auf fremdem Terrarium. Die spießige Windmühle in den Jochen, sein Vorgarten, ist so eine Photovoltaikanlage, die ist bestimmt für zum Strom machen. Nein, Chantal, die muss einfach nur schön aussehen. So, endlich ist sie wieder da. Die Pröllmanns mit ihrer bildungsfernen Tochter Chantal machen Sozialarbeiter Jochen wieder das Leben schwer. Nach den ersten 2 Chantal-Bestsellern folgt nun das große Finale. Durch einen Wohnungsbrand plötzlich obdachlos, quartiert sich Chantal mit ihrer Familie kurzerhand in Jochens Haus ein. Okay,
Spießerwelt und so. Dann, geil. Ja, bin ich gespannt. Sowas ist auch immer sehr kurzweilig, kann man schnell lesen. Ich meine, das bockt sich. Ja, die fällt jetzt um die Chantal. Dann habe ich noch, ja, auf der Dings, hat man es kurz im Video gesehen, ne? Für, der wollte da 50 Cent für haben oder so, hat aber kein Kleingeld, habe ich ihm dann 2 Euro in die Hand gedrückt. Hier, Alan Dean Foster, der auch die Star Wars, ne, Romane damals geschrieben hat, halt, die Fortsetzung und so. Das Ding aus einer anderen Welt, das Filmbuch. Geil. Ja, Heine hat halt nie Bilder drin gehabt. Ich weiß, ne, als Kind habe ich auch schon öfters mal erzählt, wenn ich hier so Filmbücher gezeigt habe, bei Goldmann hier schon eine Fliege. In Vorort. bei Goldmann waren halt immer Bilder drin. Das hat mich als Kind halt auch immer, ne? Auch wenn es immer nur so 2 bis 6 Seiten waren in der Mitte des Buches oder so. Das war natürlich auch immer ein Kaufanreiz, weil man dann was hatte. Internet gab es zu der Zeit nicht und dann hast du was Haptisches hier, ne, was in der Hand gehabt und konntest dir das immer wieder angucken halt. Das war halt geil, kriegt der Sterne eh, ne? So geile Fotobände halt und so weiter. Ja, aber Ding aus einer anderen Welt, korrekt. Jetzt gucke ich gerade mal, boah, diese Fruchtfliege hier, ey, fliegt hier nicht rein. Ja, 383 Seiten. 300? Nein, 200. 283 Seiten. Ja, bei normalen Taschenbuch-Dings ja halt, ne? Voll gut, habe ich voll Bock drauf. Was ist denn mit dem Tier? Ey, was willst du hier? Hier ist nichts Fruchtiges. Ich habe hier noch niemals Bier stehen. Gerlo Kiste, ey. Ja, wie gesagt, musste ich natürlich haben, ey. Also, ihr wisst, ich muss ja einiges immer haben, ne? Das ist auch immer so eine Sache. Wie auch, was ich als Kind immer haben wollte, aber glaube ich nie gekriegt habe, weil das 4 oder mir nicht holen konnte, ja, gekriegt habe, weil das 4,50 Euro gekostet hat. Habe ich beim Gore-Minister auch schon gezeigt. Ne, hier, Goofy als Frankenstein. Total geil. Es gab halt von diesem Goofy, das große Goofy-Album, gab es halt zig verschiedene. Hier als Leonardo da Vinci, Columbus, Galileo, Marco Polo, Beethoven, Gutenberg, Arthur, Odysseus, Tutanchamun. Eigentlich müsste man die auch alle sammeln. Hier hinten ist auch noch geil. Guck mal, hier haben wir sogar noch eine Szene, glaube ich, mit Boris Karloff. Boah, jetzt hätte mich fast der Blitz getroffen. Ja, so eine kleine Legende noch dazu, das ist natürlich auch cool, dass man noch ein bisschen Wissenswertes dazu hat. Ich habe es noch nicht durchgelesen, aber ich denke, das wird ganz witzig sein, wenn ich das Labor hier schon so sehe. Hammergeil. Cool, das hatte ich mitgenommen für 4 Euro im Little Nemo. Wie gesagt, da war ich ja noch nie. Ich wollte damals immer, als hier Streter Bender Streberg da ihren Bärbel-Podcast gemacht haben, wollte ich da immer mal hin, habe es aber nie geschafft, weil ich mich aus Dortmund nicht rausbewege. Eigentlich. Aber ist auch Quatsch. Ja, jetzt mal da gewesen, da werde ich nochmal mit Zeit, auch mit richtig Zeit hin und dann mal richtig durchdingen. Wie gesagt, die Schallplatten da und Comics ohne Ende. Figuren war da jetzt nichts. Deswegen hatte ich da drinnen auch nichts weiter gefilmt. Hätte ich mal machen können, mache ich dann vielleicht demnächst mal, weil der Herr, der da mit dem wir geredet haben, auch total nett halt, schönen kleinen Plausch mitgehalten, so super cool. Wie gesagt, werde ich auch wieder hin, bin ich jetzt auch Fan von, ne? Man kann auch mal aus Dortmund raus, weil wir haben ja hier nicht mehr so viel an Comicläden außer unser Comicland und Comichaus, das war es dann auch. Ja, und dann habe ich mir aber bei Little Nemo, habe ich schon Little Nemo gesagt? Little Nemo? habe ich mir noch einen Star Wars Comic geholt, hier, das Imperium sucht neue Opfer. Und zwar ist das dann hier Band 9, das ist dann aber schon, als die nicht mehr Krieg der Sterne hießen. Es gab ja 100, 107, 109, ich glaube 109, ne? Krieg der Sterne Comics von E. Harper, seinerzeit in den 80ern. Ein paar habe ich auch davon. Ja, jetzt diese Fliege, die macht mich wahnsinnig. Die ist mir heute schon 3-mal in die Nase geflogen, ey. Deswegen wird das hier auch langsam dick oder so. Das hat jetzt ein 6er gekostet, die anderen liegen da bei 10 bis 15 Euro halt immer. Die alten, die haben da noch einen guten Stapel auch. Auch noch welche mit Krieg der Sterne Logo halt, von den früheren dann halt, ne. Ich weiß nicht, die müssten dann wahrscheinlich in 83, 85 so rausgekommen. Das würde ich jetzt einfach mal schätzen. Was steht denn hier? 86. Ja, 86 sind die rausgekommen. Da war mit Krieg der Sterne ja schon vorbei. Es ist hier auch... Hier ist irgendwas mit Leia halt. Das ist irgend so eine Leia-Story. Irgendwas. Und eine Freundin hier von... Eine blonde... Ich kann euch das ja mal so zeigen. Eine blonde Freundin von Luke Skywalker. Die irgendwie entführt wird oder so. Da, Luke, ich liebe dich. Luke, wie heißt sie denn? Kerl, spricht er die nie mit Namen an? Irgendwas mit M-was. Ach, Marni. Marni. Nicht auch so ein Horrorfilm, der Mani heißt oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so ein paar Viecher bei. Da ist auch, glaube ich, diese Dame mit diesen Energie-Peitschen, Lichtschwert-Peitschen dabei und so.
Ist jetzt, glaube ich, nicht die beste Story halt und so weiter. Ich hätte natürlich gerne eine gehabt hier, die Fortsetzung da, wie Han Solo in Carbonit ist, mit Boba Fett und so, gibt es ja auch noch Stories, die da geil weitergeführt worden sind. Aber wie gesagt, dann 15 Euro, ja, da bin ich dann wieder zu geizig für, weil ich mir denke, ah, für die 15 Euro kann ich mir schon was anderes holen. Aber werde ich mir demnächst auch noch was mitnehmen. Hier sieht man dann noch die, die rausgekommen. Ich glaube, es könnte sogar sein, dass das das letzte Heft davon ist. Also ich bin mir gar nicht sicher. Aber hier steht, Star Wars geht weiter. Auf ein Wiedersehen mit Rick, Dani und Shido auf Endor. Und hier, da sieht man jetzt nicht, hier steht Prost. Warum steht da Prost? Das ist ja witzig. Irgend so ein Verlach. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also, gut, kann man ja schnell in Erfahrung bringen. Ihr habt ja Internet, ne? Dann könnt ihr ja mal gucken. Wie viele Hefte es da gab? Ich meine 107, 109. Jetzt hau doch mal ab, du Mynok hier, ey. Gab es von den alten EHFAs mit Krieg der Sterne oder gab es im Ganzen so viele? Ich bin kein Experte, ne? Ich zeige nur das, was ich habe und was ich so aufschnappe. Oder ab und zu lese ich ja dann auch was, ne? Und kann das Wissen weitergeben. Ja, mit diesem Wissen entlasse ich euch in das Leben. Danke euch fürs Zugucken, war halt, ja, jetzt nicht so die Trödelbeute wie sonst halt, ne? Aber es kommen ja noch ein paar Trödelmärkte und das werdet ihr dann noch früh genug mitkriegen. Und ich kann euch auch noch sagen, dass jetzt am, lass mich nicht wieder lügen, wann ist denn das? Am 26. Ja, hier auf dem Vatertag. Ne? Der Gore-Minister, ich und 2, 3, 4 illustre Gäste werden bei der Kronen-Bollerwagen-Vatertagstour mitmachen im Dortmunder Westpark. Da muss man sich wohl so ein bisschen sportlich oder zumindest kämpferisch betätigen. Das werden wir auch dokumentieren. Ihr könnt aber auch da hinkommen und wir sehen uns dann am Bierstand oder ihr könnt euch beömmeln, wie die alten Männer da auf dem Rasen rumkriechen, durch so Ringe springen müssen, gegen die Zeit kämpfen und natürlich auch Bier trinken. Und mir graut es jetzt schon, mir tun jetzt schon die Knochen weh, aber andere Story. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, falls hinter einer sagt, du hast nicht Bescheid gesagt. Ne? Und ja. So, dann, ich habe jetzt noch was zu lesen. Ich gehe in die Sonne, zwischendurch regnet. Ich, ja, ich lese einfach hier und höre mir dabei die Plemos an. So, bleibt gesund, gehabt euch wohl. Tschüss gesagt, Feierabend.